Auf geht's. Du weißt ja schon, worauf es geht. Ich weiß ein bisschen, worum es geht, genau. Ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist. Und ich würde sowas gerne länger machen. Und ich habe auch gar keine Lust, wieder zurück in die Schule zu gehen, weil ich so ein anderes Leben gerade geführt habe die ganze Zeit. Und das mir irgendwie viel mehr Spaß macht als der ganze Schulstress. Es hat richtig Spaß gemacht, hier mitzuarbeiten und echt Leute kennenzulernen, die total interessiert bei der Sache sind. Und die einen wirklich auch immer noch mitmotivieren können, weil sie auch immer neue Ideen haben und neue Ansätze, was man besser machen kann. Und ich habe gelernt, dass man, wie man auch in einem Team ein bisschen arbeiten kann und wie man so, also dass man halt voneinander profitieren kann und dass man keine Rivalen ist. So, das habe ich auch nicht gedacht, aber es hat mich wurde nochmal bestätigt so ein bisschen. Also ich habe ja, das weißt du, wir haben ziemlich viele meine Zeichenkunst entdeckt und es hat ja auch ziemlich vielen gefallen, also ja. Was ich schon so ziemlich cool fand, war, als wir Wong Kar-wai gefilmt haben, also als wir den getroffen haben, weil es so unerwartet war, dass er auf einmal da war und er ja schon irgendwie so der Berlinale-Star 2013 war. Mein bestes Erlebnis war hier, dass ich ein Interview mit Burkhard Klausner machen konnte, weil er hat mir danach auch die Hand geschüttelt und auf die Schulter geklopft, dass ich das gut gemacht habe. Wie erreiche ich Menschen mit Medien? Wie kann ich... Ach, gerade dieses ganze journalistischen Stilmittel sind komplett eigentlich nochmal neu mir beigebracht worden, weil in der Schule hat man das, da hat man diese ganze Theorie, hier hat man auch Praxis. Mein schrecklichstes Erlebnis war, als ich und Friedemann unseren Bus verpasst haben und dann im Dunkeln nochmal durch den Tiergarten sprinten mussten, weil wir dann um 19:30 Uhr nochmal einen Film gucken mussten. Ich musste zum Haus der Kultur in der Welt rennen, also wirklich rennen. Ich hatte 7 Minuten bis zur großen Preisverleihung, auf der ich dann alles filmen durfte. Und ja, der Weg ist so circa, ja, das sind so 2 Kilometer und ich habe es sogar noch pünktlich geschafft. Mein stressigstes Erlebnis war so ungefähr der 3. oder 4. Tag, wo ich fast gar nicht geschlafen habe, dann irgendwie richtig viele Sachen schreiben musste, irgendwie 100 Filme auch noch gucken wollte und dann ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin von A nach B gerannt, um irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und ja, nicht zu vergessen, auch noch was zu essen und was zu trinken und so. Das ist sogar die gleiche Szene, als ich nämlich dann Nicolas Cage vor das Auto gelaufen bin, weil als ich da gerade auf dem Weg zum Haus der Kultur in der Welt war, fing auch gerade sein Film an und er stieg da gerade aus dem Auto mit seiner, ich glaube mal, es war seine Freundin und ich habe ihn auch kurz gesehen mit seinem Bart, den er jetzt hat und so und habe ihn auch gleich erkannt. War cool, mal so einen Star auch so, also wirklich einen Megastar so live zu sehen. Mein bester Film war Chopin. Chopin war total gut, weil der war auch so aggressiv und war gut gemacht. Alter, pass mal hier rauf, pass mal auf, raus für dich. Peter, der von der Retrospektive der Cross-Section gelaufen ist auf der Generation 14 Plus. Und der war so lustig einfach und der war so gut. Am 20. Stock. Und jetzt wieder in den Erdgeschoss.